Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist die Eufy-Cam 2 Pro und welche Funktion diese Kamera hat und wie gut sie sich im Alltagstest schlägt, das seht ihr in diesem Video. Als allererstes möchte ich mich gerne bei Eufy bedanken. Die haben mir nämlich die Kamera hier für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ja, die Eufy-Cam 2 Pro ist quasi der Nachfolger der Eufy-Cam 2 und hat vor allem eine höhere Auflösung als das Vorgängermodell. In diesem Video wollen wir uns jetzt die Kamera plus ihr Zubehör und alles, was dabei ist, einfach mal im Detail anschauen. Wir schauen uns generell natürlich die Verarbeitung und die Bedienelemente der Kamera an. Danach wollen wir einen Blick in die App werfen, in der App natürlich auch die Funktionalität der Kamera überprüfen, also was kann man damit alles machen, was nicht. Und wir wollen uns selbstverständlich auch angucken, wie gut ist die Videoqualität der Kamera bei Tag, bei Nacht, wie gut und wie schnell ist die Bewegungserkennung, was kann man hier generell alles noch mit der Kamera machen, wie gut ist die Reichweite, wie ist das mit dem Speichern der Daten und so weiter. All das schauen wir uns danach dann auch noch mal in einem kleinen Fazit zusammengefasst an und bevor es damit losgeht, kommen wir noch mal eben zu den technischen Daten. Die UVP der Eufy-Cam 2 Pro liegt im Set bei 399,99 €. Eine Zusatzkamera kostet 179,99 € und die Maße liegen bei 10,67 x 5,7 x 5,7 cm. Die Kamera nimmt Videos in einer Auflösung von 2K auf, hat ein Sichtfeld von 140 Grad und die Nachtsicht hat eine Reichweite von 7,5 Metern. Die Kamera besitzt einen integrierten Akku, der bis zu 365 Tage halten soll. Gegen Witterungseinflüsse ist die Kamera mit der Schutzklasse IP67 geschützt. Die Kamera ist mit Amazon Alexa sowie HomeKit kompatibel. Ihre Bilder speichert die Kamera auf der lokalen Homebase 2. Die Maße der Homebase 2 liegen bei 8,51 x 8,51 x 13,1 cm. Sie kann 16 GB speichern und hat eine Reichweite von bis zu 90 Metern. So, damit kommen wir jetzt zu den Details der Kamera und ich fange jetzt einfach mal mit dem an, was ihr hier stehen seht. Das ist zum einen halt hier eben diese Homebase 2 und die Homebase ist quasi das Herzstück, an die werden die Kameras selber angelernt. Für die Installation braucht ihr als allererstes erstmal einen Anschluss zu eurem Router. Das ist dann aber nicht für immer so gedacht, denn ihr könnt danach, wenn ihr das erstmal alles eingerichtet habt, also wenn die Homebase mit der App verbunden ist, dann könnt ihr sagen, nee, jetzt möchte ich lieber ein WLAN haben, sucht euer WLAN raus, verbindet das Ganze und dann könnt ihr die LAN-Verbindung auch wieder kappen. Könnt ihr aber auch dran lassen, je nachdem, wie ihr das wollt. Schauen wir uns mal die Homebase 2 hier zusammen an. Und zwar habt ihr hier an der Vorderseite, steht hier Eufy Security drauf. Und ihr habt hier so einen kleinen LED-Ring, der kann in Rot und in Blau leuchten, um euch eben einen Status anzuzeigen, gerade bei der Installation oder halt, ob die Internetverbindung besteht. Ansonsten habt ihr auf der Rückseite einen Anschluss für den Strom. Ihr habt einen USB-Anschluss, der ist für die Verbindung zu den Kameras zum Aufladen der Akkus gedacht. Dann habt ihr eben hier den LAN-Anschluss für die Installation ganz am Anfang oder generell, wenn ihr das auch immer standardmäßig so haben möchtet. Und dann habt ihr noch hier einen Sync-Knopf, der wird auch bei der Einrichtung verwendet und hier ist ein kleines Reset-Loch. Zum Aufladen der Kameras wird leider kein USB-C verwendet, sondern ein ganz normaler Micro-USB-Anschluss. USB-C wäre hier natürlich etwas schöner gewesen. Hier ist nochmal ein Lautsprecher drin, denn die Kamera, die Homebase 2 hat auch eine integrierte Sirene und kann halt generell Tonausgaben von sich geben. Ja, an der Unterseite habt ihr hier sonst nichts mehr, außer noch den HomeKit-Code. Ja, so sieht sie aus. Sie ist ziemlich leicht, aber ich finde sie ziemlich schick. Also die fügt sich auch schön halt hier bei mir so ins Wohnzimmer ein, so wie sie da steht. Dann schauen wir uns mal die Kameras an. So sehen die Kameras aus. Und was mir direkt beim Auspacken immer aufgefallen ist, dass ich finde, die machen einen extrem guten Eindruck. Die haben einfach eine Top-Qualität, die fühlen sich richtig hochwertig an. Generell sind sie so aufgebaut, an der Vorderseite habt ihr halt hier die Kameralinse, an der Seite drumherum sind die Infrarot-Nachtlichter und natürlich ist noch ein Mikrofon hier vorne dran, weil es gibt ja auch zwei Wege Audio. Ansonsten habt ihr an der Rückseite die Aufnahme für die verschiedenen Halterungen. Das ist zum einen für den Außenbereich hier zum Dranschrauben und dann habt ihr hier dieses, das ist laut Bedienungsanleitung zumindest mehr für den Innenbereich gedacht, ist halt alles magnetisch.
Und generell ist die Kamera selber auch magnetisch und kann dementsprechend auch sehr leicht an magnetischen, also an metallischen Oberflächen angebracht werden. Ich habe das hier zum Beispiel bei mir im Türrahmen mal gemacht. Da kann man die Kamera ganz praktisch mal eben schnell irgendwo hinbringen, gerade wenn man sagt, ich möchte die nicht immer da haben, sondern einfach nur mal vielleicht temporär, um irgendwas zu überwachen, kann man die Kamera halt ohne großartige Installation da sehr schnell anbringen. Restlich gibt es hier noch zu sehen, an der Oberseite ist ein Sync-Knopf, der wird halt verwendet bei der Einrichtung. Wenn ihr die Homebase installiert habt als allererstes und danach in der App dann sagt, neue Kamera hinzufügen, dann sollt ihr bis auf einen Meter an die Homebase herangehen, hier diesen Knopf drücken und dann gibt es so ein paar Piepgeräusche von sich und dann wird die Kamera automatisch eingerichtet. Und ja, hier ist der USB-Anschluss hier drunter fürs Aufladen. Wie gesagt, könnt ihr an der Homebase selber aufladen. Das ist auch die von der App favorisierte Auflademöglichkeit. Könnt aber auch ein ganz normales Handy-Ladekabel nehmen. Ja, an der Unterseite ist hier halt sonst noch ein kleiner Lautsprecher dran, weil, wie gesagt, es gibt natürlich zwei Wege Audio. Und das war es erstmal soweit. Mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Dementsprechend schauen wir uns jetzt auch direkt nochmal die App zusammen an. So, dann werfen wir jetzt auch mal wieder einen Blick in die App, die heißt Eufy Security und hier werde ich sie wieder für euch einblenden. Dann wollen wir sie mal starten und jetzt könnt ihr halt die generelle Grundansicht sehen. Bei mir sind halt eben zwei Kameras installiert und ich habe sie einfach mal Garten und Vordertür genannt. Und generell seht ihr dann unten noch die Homebase und das ist so erstmal die generelle Übersicht. Generell muss ich sagen, die App hat einen sehr großen Funktionsumfang, also hier gibt es wirklich sehr viel zu sehen. Ich werde jetzt die wichtigsten Dinge einfach mal ansprechen, weil ansonsten wird das einfach zu umfangreich. Generell könnt ihr immer den Akkustand der Kamera sehen und auch wie die Verbindung ist an diesen beiden kleinen Symbolen. Ihr könnt hier mit einem Klick die Kamera quasi stumm schalten und jetzt habe ich hier gerade die Kamera generell deaktiviert. So, jetzt muss ich es mal wieder aktivieren. Zu dem Punkt komme ich hier aber gleich nochmal. So, gehen wir mal wieder zurück. So, also hier oben könnt ihr dann halt quasi so einen Schlummermodus einstellen, dass ihr sagt, die Kamera soll jetzt einfach mal für 6 Stunden zum Beispiel hier euch nicht immer Push-Nachrichten zeigen. Dann werden allerdings die Aufnahmen trotzdem gespeichert, aber ihr kriegt halt einfach keine Benachrichtigung darüber. Diese kleine Null zeigt einfach die erkannten Bewegungen an, die in der Zwischenzeit, wenn ihr halt das letzte Mal hier drauf geklickt habt, passiert sind. Da ist dann halt einfach eine Zahl. Und so viel erstmal zu der generellen Übersicht. Dann habt ihr hier unten die Ereignisse. Da könnt ihr halt nach Tagen sortiert immer euch angucken, was hier so passiert ist. Wenn ihr hier oben auf diesen Kalender klickt, dann seht ihr immer da, wo ein blauer Punkt ist. Da gibt es Bewegungserkennung. Ihr seht, ich habe die Kamera halt jetzt schon so ein paar Tage im Einsatz. Und hier könnt ihr dann immer auf die verschiedenen Tage drauf gehen. Wenn ich jetzt einfach mal hier auf den Tag zurückgehe, da habe ich mal geguckt, wie das draußen mit der Nachtsicht war. Und ja, so sieht das Ganze dann halt hier aus. So sah das eben draußen aus und dann könnt ihr das löschen, teilen oder auch hier herunterladen, den Clip bei euch. Ihr könnt sehen, dass mein Gesicht da unten in so einem kleinen Kreis ist, denn die Kamera erkennt halt eben auch mit ihrem, wie auch das in der Produktbeschreibung drin steht, sie halt eben Tiere und Gegenstände von Menschen unterscheiden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Auto vorbeifährt, dann kann sie das ausblenden, wenn ihr das halt eben möchtet und sie versucht auch immer das Gesicht der Person zu erkennen und zu identifizieren. Und ansonsten könnt ihr halt hier immer so durch die Tage durchspringen und euch diese ganzen erkannten Bewegungen hier anschauen. So, dann gibt es den Punkt Sicherheit. Beim Punkt Sicherheit, da könnt ihr halt eben festlegen, wie die Kamera jetzt halt eben auf erkannte Bewegungen reagieren soll oder ob sie halt überhaupt reagieren soll. Hier habt ihr halt natürlich den Zuhause-Modus und den Abwesenheitsmodus. Da könnt ihr halt hier dann einstellen, dass wenn ihr zu Hause seid, dann möchtet ihr zum Beispiel, die Kamera soll zwar Bewegungen aufzeichnen, soll euch aber nicht benachrichtigen oder soll gar nicht aufzeichnen. Das könnt ihr hier auch immer selber noch konfigurieren, indem ihr auf dieses Zahnrad klickt. Und hier könnt ihr halt eben sehen, die Alarmverzögerung, Verzögerung beim Verlassen. Und hier sind diese beiden Kameras. Und hier könnt ihr hier diese kleinen Häkchen hier so setzen, damit, wenn eine Bewegung erkannt wird, was soll dann halt eben passieren. Und so wäre es jetzt halt hier eben der Anwesenheitsmodus, soll zwar hier jetzt bei beiden Kameras aufzeichnen, aber keine Push-Nachrichten auslösen. Oder ihr könnt halt auch eben sagen, im Anwesenheitsmodus soll die Kamera halt hier gar nichts machen. Beim Abwesenmodus könnt ihr es halt eben dementsprechend genauso einstellen. Dann könnt ihr das gesamte System deaktivieren, indem ihr hier auf Deaktivieren klickt. Das habe ich ja eben gerade wieder aktiviert. Ihr habt die Geofencing-Funktion. Die ist einfach dafür da, dass wenn ihr euch mit eurem Smartphone aus einem vorgegebenen Bereich entfernt, werden die Bewegungserkennung automatisch scharf geschaltet und wenn ihr wieder zurückkommt, automatisch wieder deaktiviert. Und da könnt ihr hier so draufklicken und dann könnt ihr halt hier setzen, wo der Radius sein soll. Könnt ihr den Radius hier klein, mittel oder groß setzen.
Und dann könnt ihr auch noch einen persönlichen Zeitplan hier einstellen. Bisher habe ich ja keine eingestellt, aber hier könnt ihr halt eben dann ganz individuell zu verschiedenen Tageszeiten, verschiedenen Uhrzeiten sagen, was soll dann zu welcher Uhrzeit passieren, wenn eben Bewegungen erkannt werden. Das Ganze gibt es auch nochmal mit Benutzer definiert. Da könnt ihr noch so einen eigenen Plan anlegen. Und so viel erstmal dazu. Dann kommen wir nochmal zu den Geräten zurück. Jetzt seht ihr, dass ich die Zahlen verändert habe, weil die Kameras sind jetzt hier so vor mir positioniert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal in diese Kamera so reinspringe, nehme den Ton aus, dann sieht das eben so aus. Und ihr könnt hier das Video aufzeichnen. Das Scheren-Symbol ist ein bisschen missverständlich, finde ich, weil es ist einfach, man macht damit ein Foto, man schneidet quasi ein Frame aus, wenn ich jetzt hier so raufklicke. Das will die Kamera vielleicht damit sagen. So sieht dann halt die Hauptansicht aus. Ton könnt ihr ja ein- und ausschalten. Ich habe ihn jetzt ausgeschaltet, damit das hier nicht so doppelt. Gehen wir wieder zurück. Und jede Kamera hat hier auch so ein Zahnrädchen. Da könnt ihr den Namen der Kamera einstellen, die Kamera ein- und ausschalten, die Status-LED, wenn ihr nicht wollt, dass die leuchtet, dann könnt ihr die ausschalten, automatische Nachtsicht. Diebstahlerkennung gibt es auch. Wenn ihr das jetzt hier aktivieren wollt, müsst ihr auf Bestätigung gehen. Und dann erkennt die Homebase quasi, dass diese Position der Kamera jetzt quasi fix ist, da wo sie gerade ist. Und wenn die dann da irgendeiner wegnimmt, dann gibt es halt eben einen Alarm. Das Wasserzeichen könnt ihr hier ausstellen, Zeitstempel oder eben komplett ausstellen. Bei den Bewegungserkennungen könnt ihr hier die Sensitivität einstellen oder ihr könnt auch sagen, ihr möchtet alle Bewegungen aufzeichnen oder nur für Menschen. Wenn ihr jetzt nur für Menschen anklickt, dann rennt zum Beispiel ein Tier oder es fährt ein Auto durchs Bild. Dann werden die Bewegungen halt euch, die werden zwar aufgezeichnet, aber die werden euch halt eben nicht als Push-Mitteilung angezeigt. Power Manager, da könnt ihr sagen, wie soll der Akku, soll die Akkulebensdauer eher so ein bisschen im Blick behalten werden oder die optimale Überwachung. Dann könnt ihr die Videoqualität hier einstellen. 2K ist ja hier das Maximale, was möglich ist. 1080p waren es übrigens bei der Eufy Cam 2, also das ist hier so die generelle Verbesserung im Vergleich. Audio-Einstellung. Benachrichtigung, Bewegungsalarme, Standard, also da könnt ihr eine ganze Menge machen. Mit dem NAS könnt ihr das sogar machen, dass die Kamera, das Bild darauf gespeichert wird. Ich denke mal, das langt erstmal für die generelle. Ach so, hier unten ist noch die Homebase. Das will ich auch natürlich nochmal zu kurz zeigen. Das ist der Name und hier könnt ihr sehen, dass ihr sagen könnt, ihr wollt entweder WLAN oder LAN verbinden. Das habe ich ja eben bei der Einleitung schon gesagt, der Speicher, wie viel Speicher hier jetzt noch frei ist und wie viel schon belegt ist, wird euch angezeigt von diesen 16 GB. Die Alarmeinstellung, welche Töne und wie laut die sein soll, kann ja auch eingestellt werden. HomeKit Setup gibt es hier. Ich nutze HomeKit absolut gar nicht, auch wenn ich zwar ein kompletter Apple-Fan bin. HomeKit hat sich irgendwie bei mir nie durchgesetzt, dementsprechend gehe ich da auch nicht weiter drauf ein, aber nur, dass ihr es wisst, HomeKit funktioniert hiermit genauso. So, okay. Ich denke mal, das langt auch zur App und jetzt will ich euch noch mal ganz kurz ein bisschen etwas über meine Erfahrung mit den Kameras in den letzten Tagen erzählen. In der letzten Woche, wo ich die Kamera jetzt hier bei mir zu Hause getestet habe, habe ich die Kamera wirklich an viele verschiedene Orte in der Wohnung und draußen auf dem Balkon platziert, einfach um mal zu gucken, was ist hier überhaupt möglich, wo sind die Stärken und die Schwächen der Kamera. Ich habe sie bei mir im Flur einfach mal platziert und habe sie da in den Eingangsbereich zeigen lassen. Das war zum Beispiel bei mir auch so eine Möglichkeit, wo ich gedacht habe, okay, da kann man sie eben schnell so oben festmachen an dem Türrahmen. Wenn man jetzt sagt, man geht mal irgendwie schnell weg und die Kamera soll dann einfach mal da den Flur überwachen, aber ansonsten halt nicht generell da sein, wenn man halt hier zu Hause ist. Also da habe ich sie eingesetzt, wie gesagt auch draußen auf dem Balkon, weil ich mir das einfach mal anschauen wollte mit dem Gegenlicht und mit Nachtsicht. Das funktioniert tatsächlich alles richtig gut. Also die Nachtsicht der Kamera ist gerade durch dieses Infrarot, das kann sich wirklich sehen lassen. Also da erkennt man alles. Am Anfang ist es halt immer so, wenn die Kamera einmal kurz die Bewegung erkennt und einschaltet, dann habt ihr quasi einmal so wie so ein Überbelichten kurz. Aber danach habt ihr wirklich ein echt gutes Bild und nachts auch echt gut ausgeleuchtet. Die Audioqualität ist, würde ich sagen, ausreichend. Da hatte ich, also es gibt mit Sicherheit eine bessere Audioqualität, aber um halt eben, also alles, was man auf der Kamera hört, ist dann im Video wirklich sehr gut auch zu hören. Die 2WG Audio Sprachqualität ist in Ordnung. Dementsprechend kann ich auch daran tatsächlich nichts aussetzen. Die App selber hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt ja eben gerade gesehen, die ist sehr umfangreich.
Und gerade die Bewegungserkennung, muss ich wirklich sagen, die kommen bei dieser Kamera echt schnell. Also ich hatte schon andere Kameras, ich habe schon eine ganze Menge Kamera getestet von Blink oder wie auch immer und Alo und was da noch alles kommt. Und es werden auch noch mehrere Kameras in den nächsten Wochen folgen. Aber hier ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die Bewegungserkennung ganz besonders schnell greift. Also das dauert nicht lange, also da braucht man die Kamera nur so ein bisschen von der Seite manchmal angucken und denkt, da kann ich eigentlich noch gar nicht im Sichtfeld drin sein. Doch, und dann kommt eine Bewegungserkennung und es wird auch wirklich alles richtig zuverlässig aufgezeichnet. Ja, das waren also tatsächlich so meine Erfahrungen bisher mit dieser Kamera und ich denke, wir fassen das Ganze nochmal kurz in einem Fazit zusammen. Mein Fazit zur Eufy-Cam 2 Pro fällt eindeutig positiv aus, denn seit ich diese Kamera ausgepackt habe und mich von dem von der Verarbeitung überzeugt habe, ist auch der Test danach die ganze Woche und das Video, alles, was jetzt quasi hier so mit der Kamera zusammenhing, alles hat mir irgendwie immer gefallen, dass ich sagen muss, das Produkt, diese Kamera, kann ich so wie sie ist absolut empfehlen. 400 Euro kostet das Set mit zwei Kameras, 180 Euro eine einzelne Kamera. Klar, das ist nicht wenig Geld, dafür bekommt ihr aber wirklich ein sehr solides Produkt, was ich wirklich empfehlen kann. Ihr müsst natürlich wissen, es gibt hier nur die Speicherung auf der Homebase, lokal. Es gibt keine Möglichkeit, die Bilder in der Cloud zu speichern. Das sehe ich persönlich als Vorteil, denn gerade Kameras, die draußen hängen, und da gibt es ja auch viele Hersteller, die mit einer SD-Karte in diesem Zusammenhang arbeiten, da könnte man ja denken, okay, wenn jemand sich die Kamera schnappt und die SD-Karte rausnimmt, ist die weg. Das könnte man natürlich auch denken, wenn jemand in die Wohnung einbricht, braucht er nur die Homebase mitnehmen und dann sind die Bilder auch weg. Ja, dementsprechend müsst ihr wissen, was ihr gerne haben wollt. Wenn ihr was mit Cloud-Anbindung haben wollt, dann wäre das nichts für euch. Der sehr positive Effekt, finde ich, ist meiner Meinung nach, dass man hier absolut keine monatlichen Kosten hat, denn es gibt hier kein Abo-Modell. Es wird halt einfach alles auf dieser Homebase gespeichert und das finde ich persönlich, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Also Bewegungserkennung top, Nachtsicht top, generelle Videoqualität bei Tag, Funktionsumfang, App ist sehr umfangreich, also insgesamt ein sehr rundes Paket, was mir sehr gut gefallen hat. Das soll es auch gewesen sein mit dem Video zur Eufy-Cam 2 Pro. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt diese gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch auch gerne, wenn ihr euch das Thema smarte Überwachungskameras interessiert, in unsere neue Facebook-Gruppe. Da sind jetzt schon ein paar mehr User drin, die sich halt herstellerübergreifend über dieses Thema smarte Überwachungskameras unterhalten. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanalabonnement. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.